Hallo Leute und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute sind wir wieder unterwegs. Wir sind immer noch in Frankreich aktuell und wollen uns heute eine weitere Panzerfeste der Deutschen aus dem Ersten Weltkrieg anschauen, die dann auch zum Teil im Zweiten Weltkrieg weiter genutzt wurde. Ja, und was uns heute hier erwartet, seht ihr in diesem Video. Also, bis gleich. Ja, Leute, wir sind jetzt gerade hier reingekommen und uns erschließt sich jetzt schon wieder die Qual der Wahl, wo wir jetzt hier letztendlich hergehen wollen. Hier geht es richtig weit rechts. Ja, Melanie leuchtet mal hier durch die Panzerfeste und hier geht es auch irgendwie schon direkt hoch. Und wir werden uns jetzt hier erstmal entscheiden, hier hochzugehen. Ja, wir sind jetzt hier in den ersten Raum reingekommen und haben hier gleich eine richtig, richtig schöne Wandmalerei, kann man sagen, die dieses Werk hier auch ausmachen. Wir haben hier scheinbar irgendwie einen Affenpavian, so wie das aussieht. Dann hier eine Kuppel mit 1915. Diverse Gebäude. Hier ist ein Hahn abgebildet. Hier ist auch mal ein Gebäude, da stand da auch mal was hier drin. Hier sieht man es dann so weiter. Hier sieht man eine Figur, die auf so einer Tuba ist, die auch was mit Musik zu tun hat, einen Noten hat. Hier ist die Reichsflagge, müsste das sein. Hier eine Fledermaus. Und hier ist irgendwie ein Dirigent im Chor scheinbar. Richtig, richtig schön. Hier hat man leider dann schon wahrscheinlich in der Kriegszeit schon was übermalt. Da sieht man nur noch mal irgendwie eine Art Sternschnuppe. Das kann man dann aber nicht mehr weiter erkennen. Und hier an der Front sieht man auch noch mal ein richtig schönes Gemälde. Da ist irgendwie eine Dame und ein V oder zwei. Und hier ist auch noch irgendwie so eine Art Kapitän angekommen mit einer Hose. Das kennt man aber auch nur. So in der Kopf. Richtig, richtig schön. Wir gehen jetzt hier mal diesen Anstieg hoch. Hier an der Seite seht ihr schon so Isolatoren. Da ging auch irgendwie die Elektrizität her. Auch hier irgendwelche Versorgungs- Kanäle, Rohre, Kabel. Mal schauen, wo wir jetzt in welche einzelnen Bereiche wir jetzt hier vordringen können. Und da scheint auch schon das erste Schild zu kommen. Da steht Saale de Maschines. Ist wahrscheinlich der Maschinenraum von der Anlage hier. Alte Lampen. Hier scheint ein großer Tank zu sein. Boah. Das riecht hier sehr schwer nach Schmiermittel oder Diesel. Boah. Guck dir den Tank mal an, ey. Der ist locker 6, 7 Meter lang. Boah, also hier muss Treibstoff drin gewesen sein. Diesel. Irgendwelches Schmiermittel. Hier riecht sehr, sehr stark danach. Der ist wirklich riesig.
Das scheint irgendwie hier Stromerzeugung gewesen sein. Auch die Lampenschirme sind cool immer. Ja, hier wird der Strom für die Anlage produziert. Das sind sogar noch die Stromzähler. Wir sind jetzt wirklich hier in dem Maschinenraumabschnitt. Hier auf diesem Podest werden höchstwahrscheinlich Aggregate gestanden haben oder andere Maschinen, die hier irgendwas in dieser Richtung mit zu tun gehabt haben. Also wir kennen das noch aus anderen Werken, aus der Maschinenlinie beispielsweise. Weiter, aber leider sieht man keine mehr. Hier oben ist noch eine Laufkatze. Hier riecht es auch wieder richtig stark nach Öl, Kraftstoff. Ist noch andere Kessel irgendwie. Ich weiß, was die für eine Bewandtnis hatten. Wir sind jetzt hier so im weiteren Verbindungsgang irgendwie vom Maschinenraum. Den jetzt einfach mal gehen, wir wissen jetzt aber nicht, wo der uns letztendlich hinführt. So, rechts geht es jetzt zur Batterie Ost und Observer. Zur Beobachtung. Links auch. Okay, ja, dann gucken wir da auch gleich. Das sieht aber krass aus. Ich glaube, hier haben sie was gesprengt. Leute, so wie das aussieht, ist der Abschnitt entweder beschossen worden oder mal nachträglich gesprengt. Von der Batterie ist zumindest nichts mehr übrig. Ist alles weg. Alles verkogelt. Eingestürzt zum größten Teil. Das Ding ist platt. Krass. Naja, dann gehen wir wieder da zurück. Ja, Melanie hat das hier schon mal eben entziffert. Zu den Bereitschaftsräumen höchstwahrscheinlich und Personen, Beobachtungsstellen 05 vielleicht. Ist alles irgendwie sehr eng aneinander geschrieben, um Platz zu sparen. Und auch hier wieder. Ja, aktuell ist es wieder ein bisschen schwierig, sich zurechtzufinden. Ach, Gott strafe England. Hier sind wir doch gerade rausgekommen, ne? Was ist? Hat man fast nicht gesehen. Das stimmt. Ach, hier sind wir, glaube ich, hochgekommen, ne? Schon komplett die Orientierung verloren.
Das ist ja auch offen, kann aber nicht sein, ja. Manni hat hier die nächsten Zeichnungen gefunden. Und zwar zum Maschinengewehr höchstwahrscheinlich. Seht ihr hier? Wow. Das sieht richtig schön aus. Die 4. Kompanie, Land, Infanteriebataillon. Kann ich zum Teil wieder nicht richtig erkennen. Das ist schon sehr verblasst. Aber schön. Eine Sonne, hier ist so eine Art. Tja, man nannte das halt früher Moor, ne? Ein kleiner Moor. Also so waren diese typischen Zeichnungen, ne? Ich weiß nicht, ob das sein soll. Man kann es leider kaum noch erkennen. Sauf. Stirb, sauf mit, nit, stirb, also, ist schwierig zu lesen. Richtig schön. Schön ist das Rekrutenleben. Und hier oben, blühe deutsches Vaterland. Und hier steht nochmal, irgendwas Soldat zu sein. Erstmal wieder zurückgegangen und abgezweigt und sind jetzt hier in einen neuen Raum reingekommen, wo auch hier wieder richtig schöne Wandmalereien sind. So kleine, ja, Porträts, ja, Porträts nicht, sondern ja, Gemälde mit hier zum Beispiel Schlössern, kleines Dorf. Ist auch noch irgendeine Landschaft, ist wahrscheinlich in Frankreich, hier mit diesem ja, Eichenlaub überall. Es geht hier hinten weiter, auch an der Decke, wo die Lampen ist wahrscheinlich hing. Und hier ist auch wieder so eine Landschaft abgebildet. Das geht hier drüben weiter. So richtig, richtig schön. Tja, so wie es aussieht, sind jetzt hier in diesem Hauptflur, zeige ich jetzt mal in den Hauptgang, die ganzen größeren Räume, die jetzt rechts abgehen. Wahrscheinlich alles Mannschaftsquartiere gewesen, so groß wie die sind. Das ist alles gleich aufgebaut. Ja. Auch wieder hoch. Oh, hier ist wieder was. Hier sind Gemälde. Oh, wow. Richtig schön. Wieder so ein Soldat, der am Musizieren ist. Wer zankt oder hetzt, wird an die Luft gesetzt. Wer süff wie ein Senk, der kritt die Kränk. Wer frisst wie ein Dier, kritze noch mir, noch ihr. Eher wahrscheinlich, ne? Also wer säuft wie ein Sack, der kriegt die Krankheit wahrscheinlich. Wer frisst wie ein Tier, kriegt sie noch mehr oder noch eher. Sag ich jetzt mal, wirklich übersetzt. Aber guck mal auch hier, ne? Hier unten die Wappen. Auch richtig schön. Ja, einige Mannschaftsräume wahrscheinlich. Da waren irgendwelche Soldaten sehr begabt. Und durften sich dann wahrscheinlich hier austoben und ordentlich ihre Stuben, sage ich jetzt mal, auf gut Deutsch, ihre Unterkünfte hier verschönern. Auch hier ist nochmal ein Soldat abgebildet. Es geht auch immer irgendwie so ums Musizieren, Trinken. Das sind ja immer irgendwie diese Leitsprüche. Und hier dann auch diverse Gemälde wieder.
wo höchstwahrscheinlich die jeweiligen Soldaten herkamen. Hier ist Nord Bremen, Kronprinz Wilhelm, Roter Sand. Steht hier. Sehr, 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 sehr schön. Das gilt es eigentlich zu erhalten, aber das wird hier mit der Zeit immer weniger werden. Und was Gott sei Dank hier nicht passiert ist, na gut, außer bis hier auf hier unten, dass das mit irgendwelchen Graffitis zerstört wurde. Auf einen Teil des Werkes geklettert. Jetzt könnt ihr hier noch mal die riesigen Kuppeln sehen. Die sind wirklich mega groß. Und größer als die, die wir jetzt die ganze Zeit gesehen hatten. Und hier wäre die Kanone gewesen. Wir hatten letztens irgendwas gelesen mit 10 cm. Weiß ich jetzt nicht, ob das hier auch der Fall ist. Müssen wir noch mal schauen. Aber auch boah, massiv, richtig massiv stark. Ja, ihr könnt das noch mal so ein bisschen erkennen. Das ist im Prinzip genauso ein Turm, wie wir das bereits in der anderen deutschen Panzerfeste gesehen hatten. Da unten ist wieder der Holzboden. Dann gibt es noch eine Leiter da an der Seite, wo man hochkommt. Und das ist jetzt hier so eine Batterie. Und da sind noch zwei weitere Geschütztürme. Hier hat es aber auch schon richtig aus der Verankerung geholt. Das ist da auch wieder die große Preisfrage. Und leider hier auch schon beschmiert. Ja, hier seht ihr das. Wie das hier zustande gekommen ist. Und die hier. Aber das sieht hier drin auch nicht so aus, als ob das explodiert ist. Vielleicht als man hier die Kanone selber entfernt hat. Vielleicht hat man hier das irgendwie aus den Angeln geholt. Ja, also hier. Jetzt muss ich das nur noch mal kurz. Also hier in dem letzten Abschnitt. Seht ihr auch, da gibt es auch hier scheinbar zwei so Schränke, wo auch Munition eingestellt wurde. Und da ist der Zugang. Ja, also ich vermute mal, dass das Ganze hier aus den Angeln gehoben wurde, um die Kanone zu entfernen. Hier ist zum Beispiel jetzt diese Scharte geschlossen. Da gab es dann scheinbar eine Möglichkeit, das auch runterzumachen. Freunde, das war es jetzt im Prinzip mit diesem Video, mit der alten Panzerfeste der Deutschen aus dem Ersten Weltkrieg hier in Frankreich. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir konnten euch einiges zeigen und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Macht's gut!